Sportdirektor Helmut Schulte, das Trainingslager geht zu Ende. Ihr Gesamteindruck von der Mannschaft vom SK Rapid, den Sie in den letzten Tagen intensiv verfolgt haben? Ich bin sehr angetan von dem Auftritt der Mannschaft hier im Trainingslager, allerdings auch schon vorher. Wir haben eine gute Truppe, wo eine gute Stimmung ist und wir haben ein gutes Team um die Mannschaft herum, was meines Erachtens auch sehr gut arbeitet. Also ich habe insgesamt einen sehr, sehr positiven Gesamteindruck. Sicherlich gibt es immer Dinge, die man noch optimieren kann und da werden wir sicherlich auch drüber sprechen, aber so das Ding läuft in die richtige Richtung, das Gefühl habe ich. Und dazu der richtige Steuermann. Der Vertrag mit Trainer Peter Schöttl wurde verlängert. War es eine schnelle Sache oder waren es langwierige Verhandlungen? Ja, ich habe mir natürlich versucht, einen Eindruck zu verschaffen, einen Überblick zu verschaffen, ein Gefühl zu bekommen, was die Führung der Mannschaft des SK Rapid betrifft. Und da bin ich aber sehr, sehr schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass Peter Schöttl, ich glaube, der absolut richtige Trainer für den Club ist, aber auch für diese Mannschaft ist und auch sicherlich der Trainer, der den Club in die Zukunft führen kann. Und nach Gesprächen innerhalb des Vereins, natürlich in erster Linie mit unserem Präsidenten Rudolf Edlinger, sind wir dann zu der Entscheidung gekommen, die uns überhaupt nicht schwergefallen ist, zu verlängern mit Peter Schöttl. Da müssen natürlich Details geklärt werden, das ist ja gar keine Frage. Aber im Großen und Ganzen war das sehr, sehr angenehm. Ich muss allerdings auch sagen, dass da schon Vorgespräche geführt worden sind vom Präsidenten und von Stefan. Und deswegen war es im Grunde genommen nur noch eine Finalisierung. Auch nicht ganz einfach, aber trotzdem dann zügig. Die Transferphase ist vorüber. Boskovic, Sabitzer sind gekommen. Ilditz, Prokopitz in den letzten Tagen abgegangen. Ihr Resümee von dieser Transferphase und wie sieht das im Fall Praga aus? Ja, das Resümee ist, es waren sehr viele Personalien. Wir haben 6 Spieler abgegeben, 2 ausgeliehen, 2 verkauft, 2 Spieler weggegeben an andere Vereine, uns getrennt sozusagen von 2 Spielern, haben 2 Spieler dazu bekommen, einen ganz jungen Spieler, sicherlich einen sehr hoffnungsvollen jungen Spieler mit Marcel Sabitzer und dann einen sehr erfahrenen Spieler, schon einen etwas älteren Spieler mit Branko Boskovic. Ich glaube, beide tun der Mannschaft sehr gut, das ist mein Eindruck. Und von beiden erwarten wir und erhoffen wir uns natürlich viel von Branko, dass wenn er die körperliche Fitness hat, dass er da Akzente setzen kann direkt. Und bei Marcel, dass er langsam aber sicher von einem Talent zu einem vollwertigen Stammspieler wird. Also eine offene Personalie im Grunde genommen ist noch Thomas Prager. Thomas Prager hat nach einem Gespräch mit Peter Schöttl und mir quasi sich entschieden, die Augen aufzumachen und zu gucken, ob er bei einem anderen Club mehr Spielpraxis bekommen kann, als wir alle gemeinsam erwarten, wie er sie in der Frühjahrsrunde haben könnte. Und da hat er eine Möglichkeit gehabt, die hat sich aber jetzt anscheinend zerschlagen. Und er wusste von vornherein, wenn sich für ihn nichts Adäquates ergibt, wo er mit glücklich ist, dann ist er natürlich aufgrund seiner Vertragskonstellation ein vollwertiges Mitglied des Profikaders unseres Clubs und hat alle Chancen, möglicherweise vielleicht noch einen Transfer anzustreben, aber auch sich so zu präsentieren, dass der Trainer nicht an ihm vorbei kann. Jetzt hat Rapid eine sehr junge Mannschaft und nun nach dem Atlantic Cup gewonnen im Trainingslager. Kann das den jungen Burschen den richtigen Kick geben für die Rückrunde? Ja, natürlich, das kann jedem den richtigen Kick geben. Also es ist der Atlantic Cup, ein großes Wort. Die anderen Mannschaften, die mitgespielt haben, hätten ihn auch gewinnen können. Wir haben es geschafft, das ist toll. Da wird keiner auf die Idee kommen, das komplett überzubewerten, außer vielleicht Gerson, der den Pokal mit ins Bett genommen haben soll, das Riesending. Und sein Kollege Terence musste, glaube ich, auf dem Sofa schlafen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ja, es ist toll, es ist schön. Wir haben alle Spaß, wenn wir diesen Atlantic Cup gewinnen. Ob das einen jungen Spieler, natürlich bringt ihn das auch nach vorne, aber jedes Spiel, jedes Training, ein aufmerksames, konzentratives Training bringt jeden Spieler nach vorne. Und insgesamt glaube ich, nicht nur durch das Trainingslager, aber durch alle Maßnahmen, die gemacht worden sind und die jetzt noch gemacht werden mit der Mannschaft, sind wir gut aufgestellt und ich glaube, wir können uns alle freuen auf die Frühjahrsrunde. Alles klar, vielen Dank. Gerne.